Ja, sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrte Damen und Herren, die Digitalisierung ist eine der größten Herausforderungen der Gegenwart für viele Lebensbereiche. Nicht zuletzt für den Wohlstand und die erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung Bayerns. Die Staatsregierung hat beschlossen, ein neues Staatsministerium einzurichten. Mit etwa 80 Millionen ist das Staatsministerium für Digitales offensichtlich ein Kleinstministerium mit begrenzten Befugnissen. Für uns zeigt sich, dass der Entschluss richtig war, gegen die Einrichtung des Ministeriums zu stimmen. Lassen Sie mich nochmals in groben Zügen zusammenfassen, was die Staatsregierung in ihrer Koalitionsvereinbarung festgelegt hat. Alle Haushalte in Bayern gigabitfähig machen, private Anbindungen und auch Anbindungen an Schulen und Krankenhäuser sollen erfolgen, Voraussetzungen für E-Government, Telemedizin und digitale Klassenzimmer sollen geschaffen werden, flächendeckend Mobilfunk schaffen. Herr Kirchner, leider steht Bayern heute im weltweiten Vergleich keineswegs an der Spitze des Fortschritts und der verabschiedete Doppelhaushalt lässt nicht erwarten, dass dies die Staatsregierung erreichen wird. Der Breitbandausbau wurde verschlafen und Deutschland steht auf Platz 28 von 34 der OECD-Staaten. Dennoch geht die Abdeckung mit Highspeed-Internet hierzulande nur schleppend voran. Der ungenügende Ausbau der Mobilfunkversorgung entlang von Bahnstrecken ist genauso ärgerlich wie Orte ohne ausreichende Netzabdeckung. Das bayerische Förderprogramm ist sinnvoll, aber wenig ambitioniert. Während andere europäische Länder wie Dänemark oder Estland schon in der Praxis einwandfrei funktionierende Infrastrukturen E-Government-Angebote haben, möchte die Staatsregierung erstmal einen Laborversuch starten. Sie planen ab Ende 2020 die 54 wichtigsten Anwendungen als Online-Service für Bürger und Unternehmen bereitzustellen. In Estland waren 50 digitale Verwaltungsleistungen schon vor 10 Jahren Standard. Und heute, im Jahr 2019, sind es im kleinen Estland sogar über 600 Verwaltungsabläufe. Die Staatsregierung vernachlässigt auch die boomende Start-up-Szene im Bereich der Technologie und Digitalisierung und lässt diese am ausgestreckten Arm verhungern. Sie schafft es nicht aggressiv genug, günstige Rahmenbedingungen für Unternehmensgründer wie massiven Bürokratieabbau, verbesserten Gestaltungsspielraum an Hochschulen, verbessertes Regelwerk für ein Wagniskapitalfördergesetz und massive finanzielle Förderungen technologieorientierter Unternehmensgründungen. In Zeiten einer digitalen Revolution, wie wir sie durch Industrie 4.0 und künstliche Intelligenz in den nächsten Jahren erleben werden, finden wir die bescheidenen strategischen Anwendungen der Staatsregierung zur Digitalisierung Bayerns nicht ausreichend. Wir stellen aber auch zu unserem Bedauern fest, dass überzogene bürokratische Regelungen im Bereich der Digitalisierung im Gegensatz zu den technologischen Neuerungen sofort und kompromisslos umgesetzt werden. Namentlich erwähnt sei das Netzwerkdurchsuchungsgesetz, die Datenschutzgrundverordnung und der Uploadfilter, auch wenn dies Bundes- bzw. Europaangelegenheiten sind. Hier wird für Überbürokratisierung gesorgt oder Meinungsfreiheit und Bürgerrechte sollen letztlich eingeschränkt werden. Zusammenfassend bleibt zu sagen, dass die Staatsregierung und dessen Digitalisierungsministerium weder mit seinem Budget zum Doppelhaushalt noch mit seinen strategischen Vorgaben überzeugen. Wir kritisieren die Staatsregierung für die behäbige und zögerliche Umsetzungsstrategie, statt aggressiv dafür zu sorgen, dass Bayern in allen Bereichen der Digitalisierung schneller zukunftsfähig gemacht wird. Wir werden hierzu entsprechende Vorschläge im Ausschuss machen. Vielen Dank.